Gut. Also, der Titel ist irgendetwas von, wie das ganze Internet mal auf meiner Webseite war und was da so ist passiert. Das ist so gekommen, dass Reddit am 1. April von diesem Jahr so eine Art Easter Egg hat gemacht. Und zwar hat es auch plötzlich einfach ein leeres Canvas gehabt, ein leeres Bild, wo jeder User alle 5 Minuten ein Pixel können verändern. Der nicht. Ist es gut? Gut. Das heisst, alle 5 Minuten hat halt jeder Benutzer genau ein Pixel können einfärben. Und das Bild war 1000 mal 1000 Pixel gross gewesen. Und am Schluss ist halt das hier rausgekommen. Also ich, ein riesengroßes, wunderschönes Chaos. Etwa so, wie man es erwartet. Und ja, ich habe halt das Zeug angeschaut, das ist sehr viel Pixelart entstanden, zum Teil auch sehr kleines Zeug, sehr obskurs, weil halt jede Community irgendetwas in ihr Eckchen hat gefunden und irgendetwas hat hergezeichnet. Und das hat mir auch dann schadetücht, dass das meiste von dem, habe ich keine Ahnung, was es referenziert. Ich meine, also, es hat sehr viele Landesflaggen, die gehen ja noch. Aber es hat halt dann irgendwelche, keine Ahnung, Anime-Charaktere hast oder halt einfach nur reine Pixelart oder irgendwelche Sprüche. Weiß halt nicht, was es ist. Dann habe ich gefunden, irgendjemand sollte doch da so eine Art Landkarte machen, wo das verzeichnet ist, wo man halt könnte auf irgendetwas draufklicken und dann zeigt es einem Informationen dazu an. Dann habe ich gefunden, ja, wenn es halt irgendjemand nicht macht, dann bin da irgendjemand jetzt ich. Und jetzt habe ich. Juhu! Ah ja, Debian ist übrigens nicht vertreten hier, aber Arch Linux. unter der Schwedenfahne dort. Hier ist Arch. Dort tatsächlich. Ja, Tux. Tux hat so grossen. Genau. Voilà, und so ist das rausgekommen. Das heisst, man kann da reinzoomen. Dann halt eigentlich das Zeug anschauen. Und wo haben wir jetzt den Tux gehabt? Das war da oben nicht mehr. Dann kannst du da schauen. Zeig's einmal da, dass das ein Tux ist und dass da das GNU-Linux-Ding ist. Halt, ist das so? Nein. Ponys hat es natürlich auch. Dann, wie könnte es anders sein? Lego. Dann. Oder kann man halt auf irgendetwas. Irgendetwas schauen und halt anzeigen, was das genau sei. Und ich habe es halt so gemacht, dass man kann, dass irgendwelche Leute können beitragen können. Weil ich halt, aber wie gesagt, vom meisten habe ich selber keine Ahnung. Habe ich halt das als Tool gemacht, wo man kann drin gehen, das Polygon zeichnen. Und so. Und dann in 800 Leute haben Sachen beitragen. Es hat, glaube ich, 1400 Einträge. Also, wie es ziemlich recht am Nachtragen gesehen ist, aber nicht ganz automatisiert. Irgendwann habe ich das Python-Skript zusammengeschossen, das das hat gemacht. Und ja, dann ist halt das Internet darauf aufmerksam geworden. Im offiziellen Postmortem-Blogpost von Reddit war es verlinkt gewesen. und später jetzt auch noch einen eigenen Reddit-Post gehabt, wo ich ein paar Stunden zu oberst oben auf der ganzen Seite war. Und halt Reddit ist die viertmeistbesuchte Webseite der Welt. Also vor Twitter ist es, glaube ich. Das heisst, ja, es hat dann. schon wieder. Fähig Traffic gegeben. Ja, halt. Aber wie fast alle von uns in der kleinen Webseite, wo ich halt irgendwelche Projekte draufschiessen und eigentlich nie jemand draufkommt. Das heisst, hier ist langsam nichts. Nach dem Peak da ist das erste Mal, wo ich nichts verlinkt habe. Das hier ist im offiziellen Reddit-Blogpost gewesen. Und das da ist dann der Endpost, wo was spezifisch verlinkt ist worden, wo man auch halt direkt draufklickt und dann landet man schon auf der Seite. Das heißt,
hat bei weitem den grössten Peak gegeben. Und ja, es waren 400'000 Unique Visitors gewesen. Die meisten von all ihrer Zeitspanne von insgesamt etwa 24 Stunden. Und er ist mein Hoster. Vielleicht kann er noch ein bisschen erzählen, wie das aus seiner Sicht hat ausgesehen, das Ganze. Ja, also er ist da so mal auf mich zugekommen, vor einem Jahr oder so. Er sei da im Moment bei irgendeinem Schweizer Hoster zahlt. Ein ungenannter Hoster, wo man kein gratis Let's Encrypt haben kann. Und ich bin halt Webhoster, also meine Firma ist Webhoster, dort wo ich arbeite. Man gehört ihnen. Dort wo ich arbeite, ist halt Webhoster und ich dachte, ja, den kann ich dort irgendwo drin unterbringen. So eine kleine Webseite mit persönlichen kleinen Projekten. Wird wohl nicht grosse Ressourcen fressen. Und zahlt jetzt dort anstatt 48 Franken pro Monat, wie es bei uns normalerweise kostet, 7 Franken pro Jahr. Nein, 7 pro Monat. Aber halt nein, pro Jahr. Ernsthaft? Du zahlst 7 Franken pro Jahr. Das stimmt nicht. Aber nichts. Und die ersten zwei von diesen Spikes haben wir erstaunlicherweise gut überstanden. Da hat man nicht gross etwas gemerkt. Ist ein bisschen langsamer geworden. Aber beim dritten Spike hat es dann durchaus Zeiten gegeben, wo wir nicht mehr erreichbar waren für einen kurzen Moment. Und zwar, das Problem war nicht die Bandbreite oder CPU oder irgendetwas. Also ich vorher gewusst, dass es auch wieder Traffic gab und also das Ganze auf 500 Kilobyte abgedrückt in irgendwie 4 Files. Also es hat wenige Requests gegeben. Das Problem war auch, dass sie Apache brauchen. Und der Apache hat für jeden Request einen neuen Prozess spawnet. Und irgendwann war da halt eine harte Limit erreicht gewesen. Und dann, wenn man gerade Glück hatte, der Slot frei war, quasi hat sofort geladen. Und wenn halt nicht, ist halt nicht gegangen. Das heisst, ja. Wenn sie Nginx hätten gebraucht, wäre alles kein Problem gewesen. Ja, also rein von der Uplink her, der hat das mögen tragen. Also wir haben die Anzahl Besucher so ist auf 24 Stunden verteilt, so nicht gross viel für uns gesehen. Aber in so einem kurzen Moment geht viel gleichzeitig, hat definitiv zu einem Problem geführt. Genau. Ich nehme schnell auf meinen Bildschirm, dass ich etwas gesehen habe. Genau. Er hat mir versprochen, dass er genau das nicht machen würde, was ich ihm angeboten habe, bei uns zu hosten. Genau, so, ach, keine Angst, ich werde sicher nicht auf der Hauptseite von Reddit sein oder so. Ich meine, hallo. da hier rechts sehen wir Not Found URLs. Da sieht man, dass fast 10'000 Aufrufe auf wplogin.php hat. Weil halt irgendwelche Bots oder so können wir trollen und schauen, hey, ist das WordPress, das viele Löcher hat, wo wir irgendetwas kaputt machen könnten. Und das Lustige ist ja auch noch, Clients, Betriebssystem, was hat. Das meiste war natürlich leider Windows. Aber hier rechts können wir das mal anschauen. Also es ist da... Genau, Windows NT ist gut vertreten, Windows CE, es hat Windows 98 und Windows 95, ich glaube etwa 100 Aufrufe gegeben. Und jetzt frage ich mich, sind das tatsächlich Windows 95 Maschinen gesehen oder hat sich das irgendjemand in sein, wie sagst du, Client String reingeschrieben? User Agent. User Agent, danke. Ja, das Ganze war dann auch noch in der CT, also so ein Artikel CT mit Link und allem, aber das hat absolut keinen registrierbaren Traffic verursacht. Also solange man nicht draufklicken kann, geht man nicht in irgendwelche Webseiten noch besuchen. Außerdem habe ich da einen Spenden-Button gehabt. Und jetzt, wir können ja mal schauen,
wer es am nächsten schätzt, wie viele Spenden da sie reinkommen. Genau, 0,0 Franken. Oder umgerechnet 0 Bitcoin. Das heisst ja, wenn ihr eure Website aus Spenden wollt finanzieren, ja, viel Glück. Ja, ich glaube, das wär's schon gewesen. Es ist noch eine Frage um mich oder so. Oder der Webhost zu einer Geschichte erzählen hat. Zum Glück war es mitten in der Nacht. Und ich glaube, auf irgendeinem Server, der dann eigentlich noch gar nicht wirklich Betrieb hat, genau darum noch nicht produktiv drauf ist gelaufen. Das ist so. Also, es ist, der Server selber ist, der neueste Server, den wir hatten. Der ist ausser meiner Seite und ein paar Testseiten auch nicht viel anders drauf gelaufen. Darum ist es jetzt nicht ganz so schlimm gewesen. Aber ich habe Angst vor dem nächsten 1. April. Ja. Sehr merci, dass ihr extra für die Videostunde da rausgekommen seid. Und ja, und viel Spass.